Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Mick Knauff Daily heute am Börsenmontag. Ja, der letzte Börsenmontag vor dem Weihnachtsabend, vor dem Heiligabend. Ja, schauen wir mal hin. Am Freitag der DAX bei 15.531 Punkten rausgegangen. Gut, wir liegen zwar immer noch über der 200-Tages-Linie, die haben wir aktuell bei 15.493 Punkte, aber die Weihnachtsrallye, ja, die ist dann doch eher gestoppt worden durch die Inflation und vor allen Dingen natürlich durch die Corona-Variante Omikron. Ja, Kursaufsprünge, die werden wir diese Woche wahrscheinlich auch weniger erwarten können. Die sind eher weniger wahrscheinlich, müssen wir dann sagen. Ja, und kurssteigernde Maßnahmen, kurssteigernde Nachrichten, ja, die sind eher weniger wahrscheinlich geworden, auch vor allen Dingen diese Woche. Und vor allen Dingen halt eben kurssteigernde charttechnische Maßnahmen, also die Charttechnik, die hat sich dann wohl eher dann auch eingetrübt, muss man fairerweise sagen. Aber auf der anderen Seite die gute Nachricht, naja, auch das Abwärtspotenzial, das ist eher dann doch begrenzt. Also dürften wir uns wahrscheinlich in dieser Range natürlich auch diese Woche erhalten, so wie letzte Woche. Ja, viele Großinvestoren, die haben die Bücher schon eher zugemacht. Diese letzte Woche vor Weihnachten dürfte also eher bedächtig, eher ruhig zugehen. Letzte Woche hatten wir ja nochmal Hexensabbat, aber da ist ja auch nicht allzu viel passiert. Die Notenbanken, ja, die haben ja geliefert, ob EZB oder halt eben auch die Federal Reserve. Großartige Neuigkeiten gab es da jetzt auch nicht. Gut, dass natürlich Jerome Powell jetzt etwas stärker aus dem Tapering, aus dem Anleiheankaufprogramm aussteigt. Das ist natürlich der höheren Inflation von 6,8% geschuldet in den Vereinigten Staaten, dass es im Q2 2022 dann natürlich mit den Zinsen losgeht in den Vereinigten Staaten. Klar, Jerome Powell muss natürlich Maßnahmen ergreifen. Auch die Bank of England erhöht den Zinssatz minimalst kosmetisch. Okay, die EZB hierzulande wird an den Zinsen 2022 nichts ändern. Das mal in aller Kürze. Ja, wenn wir mal auf die Bilanz für 2021 schauen, der DAX immerhin 12% innerhalb dieses Jahres zugelegt, das in einem schwierigen Jahr, muss man sagen, das ist schon eine recht ordentliche Bilanz. Der MDAX mit 11%, der Eurostoxx 50 mit 16% und der Dow Jones Industrial mit 16%. Das ist doch wirklich eine hervorragende Rendite. Da lässt sich ja nun mal nichts dran leugnen. Ja, schauen wir mal ins nächste Jahr rein. Wenn wir mal die Analysten befragen, Optimismus, ja, der ist da, aber naja, ob wir da nochmal zweistellige Renditen aus den Märkten rausholen, da zweifeln doch einige dran, weil halt eben klar, die nachlassende Geldpolitik, wenn wir auf die Fed schauen, ja, die wird natürlich eingedämmt werden. Wie gesagt, das Anleiheankaufprogramm, das wird auslaufen in den USA, das heißt, so viel Geld wird da nicht mehr in den Märkten ankommen. Die Pandemie, die ist noch nicht vorbei, auch im nächsten Jahr nicht. Mit Corona müssen wir weiter leben und das kann natürlich auch nochmal solche Restriktionen wie halt eben Lock- oder Shutdowns nach sich ziehen. Also da müssen wir halt eben noch ein bisschen drauf aufpassen. Ansonsten die Lieferketten und vor allen Dingen natürlich die Preisproblematik, die bleibt uns natürlich auch nächstes Jahr erhalten. Und zudem haben wir politische Probleme nochmal reinbekommen mit Russland und dem Ukraine-Konflikt. Und der ist ja nun auch nicht von der Tagesordnung so einfach wegzuwischen. Das sind also nach wie vor Störelemente, ganz klar auch für die Börsen. Da müssen wir natürlich ein bisschen drauf aufpassen. Ja, und jetzt haben wir natürlich dann zumindest News für diese Woche. Und zwar gibt es Indexänderungen bei MDAX, SDAX und vor allen Dingen, Entschuldigung, auch dem TechDAX, dem MDAX. Haben wir folgende Veränderungen. Ja, da wird die Deutsche Wohnen in den MDAX reinkommen. Dafür fliegt dann Zooplus raus. Da haben wir ja die Investoren bei Zooplus mit EQT und H&F. Und die werden wahrscheinlich Zooplus ganz von der Börse nehmen. Die haben ja die Aktienmehrheit und da macht es für die keinen Sinn mehr, Zooplus an der Börse zu behalten. Ja, und im SDAX haben wir dann Vitesco, Heidelberg,
Heidelberger Druck und GFT Technologies. Die werden in den SDAX aufgenommen, raus gehen dafür letztlich Home 24, Hensoldt und Westwing. Ja, und dann haben wir noch im Tech-DAX Nagarro, die gehen rein und dafür geht raus Pfeiffer Vakuum. Also das sind die Indexänderungen, die dann schon ab dieser Woche dementsprechend greifen werden. Von der Nachrichtenfront ist es und bleibt es diese Woche wahrscheinlich dementsprechend auch ruhig und friedlich, weil halt eben dann auch die Presse, die IR-Büros langsam, aber sicher auch schon in den Weihnachtsmodus hineinwechseln. Also eine eher friedliche Woche vor Weihnachten. Aber wie gesagt, ich habe ja eben die Indexstände und die Renditen, die Performances durchgegeben. Es waren ja trotzdem wirklich ein wirklich gutes Jahr für den DAX und für den MDAX, muss man fairerweise sagen. Und das trotz aller Widrigkeiten durch Corona. Also Rendite und Performance stimmten in diesem Jahr 2021. Wie gesagt, das kann natürlich 2022 ganz, ganz anders werden. Also gut, dass Sie in diesem Jahr investiert waren. Schauen Sie zu, dass Sie auch nächstes Jahr mit dabei waren. À la longue für alle die, die Langfristanleger sind. Und das sind Sie ja, wenn Sie auf jeden Fall nicht abonniert haben, bin ich froh, dass Sie dabei waren in diesem Jahr, auch wenn es nächstes Jahr etwas weniger sind. À la longue, wie gesagt, auf die Länge, auf halt eben die nächsten Jahre. Da wird es sicherlich noch einiges an guten Investmentmöglichkeiten und Chancen geben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotzdem eine erfolgreiche Börsenwoche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mir und der Börse auf jeden Fall gewogen.